Hallihallo und herzlich willkommen zurück beim USA Simulator 2.19 hier in Banished. USA Simulator, ja, wir bauen eine große Mauer und unserer Bevölkerung geht schlecht. In dem Fall ist es bei uns das Problem, dass wir immer noch nicht genug Nahrung haben. Ich hoffe, es gibt sich jetzt in dieser Folge, zumindest teilweise. Wir haben ein paar neue Felder hier angelegt. Die sollten spätestens, hoffe ich doch, in dieser Folge ein bisschen nutzbringend für uns ausfallen. Das Ganze dann noch so anlegen, dass die Leute auch rankommen zum Arbeiten, ist das sicherlich nicht unvorteilhaft. Hatten wir noch gemacht? Warte mal kurz, bis. Ne, ein bisschen ist noch. Genau, wir haben hier noch ein Feld für Pfirsiche angelegt. Und jetzt werde ich mal drauf achten. Hier steht 100% Yield. Hier ist nichts drin. Das heißt, die haben tatsächlich nicht geerntet. Es ist jetzt, ich kann die alle hier noch hinschicken. Probier das einfach mal aus. Increase Priority. Geht hier gar nicht. Warum kann ich hier nichts erhöhen? Work. Nee, die sollen ja arbeiten. Harvest. Also Harvest kann ich nicht anklicken. Das verstehe ich gerade nicht. Kann ich bei einem Feld. Kann ich Harvest anklicken, weil es theoretisch automatisch gemacht wird. Okay, das habe ich verstanden. Ich habe doch gerade einen mehr assigned, als ich brauchte. Warum? Okay, der muss ich noch finden. Gut, da ist er wieder. Also Harvesten kann ich nur anklicken. Oder kann man nur anklicken, wenn es noch nicht ausgeführt wird. Falls zum Beispiel die Ernte nicht ganz reif wird, bevor man den Winter erwartet. Das ist klar. Ich habe so viel Kleidung. Gehe ich doch noch mit. So. Kann jetzt aber hier anscheinend auch nichts dazu beitragen, dass das geerntet wird. Bei 100% stehen dran. Wenn ich das wieder auf Pickup enabled. Jetzt ist es enabled. Farmers take harvest. Aber wer es zum Storage trägt, ist ja momentan noch scheißegal, denn die Farmer, die machen ja gar nicht mal was. Zumindest nicht auf den Feldern, wo sie was machen sollten. Ist das mein Problem? Die Früchte da nicht reinkriege und deswegen so wenig Nahrung? Ich weiß es gar nicht. Wo sind denn die Enten? Die kommen gerade, richtig? Oder sieht man die nicht? Wo sind denn die Enten? Sind das die, die hier rumfliegen? Sind so die Enten da? Nee, das sind die wilden Enten. Also hier sollen in dem Gehege 9 Enten drin sein. Kann mir irgendwer helfen? Hilfe, meine Enten sind unsichtbar. Mache ich jetzt. Normalerweise sind, wenn man die gekauft hat, sind die hier drin. Und dann sagt man irgendwann, die sollen hier wohnen. Und dann laufen die von da nach da. Das ist jetzt ein bisschen. Bitten kann ich es noch nicht. Vielleicht erklärt sich das noch, aber ich gehe momentan stark davon aus, dass hier ein kleiner Grafikfehler vorliegt. Eier legen sie auch schon. Nicht erst seit heute, das sieht man ja hier. In der letzten Season war es auch schon. Komisch. Ich glaube, die Enten sind tatsächlich unsichtbar. So. Kann jetzt tatsächlich nicht mit gutem Gewissen an der Mauer weiterbauen. Weil das Essen immer noch knapp ist. So, komm mal hierher. Hier bauen wir auch noch Weizen an. Dann haben wir drei Weizenfelder. Gerste, Gerste, Parsnips. Ne, hier ist nochmal Gerste, also dreimal, zweimal Parsnips.
3, 1, 2, 3. Passt, warte durch. Einer mehr für den Weizen. Hier ist es auch alles auf weiß gesetzt. Wird jetzt geerntet? Kann das sein? Ja? Ja? Wird geerntet. Aber warum ernten die denn im Frühling? Habe ich irgendwas bei Aprikosen verpasst? Irgendwas anders als bei allem anderen? Ich denke nicht. Vielleicht sterben die halt einfach nicht ab über den Winter. Werden dann geerntet. Aber falls mir da irgendwas entgangen ist, bitte, bitte gebt mir Nachhilfe in Form der Kommentare. Da muss ich mir jetzt vielleicht doch nicht allzu große Sorgen machen. Was ich noch machen kann, alles Getreide wird ja zu Mehl. Das ist ja denn nicht spezifisch, was für ein Mehl das ist. Das heißt, ich kann auch für den Weizen noch eine andere Mühle bauen, die dann aus Weizenmehl herstellt. Das heißt, wir können uns tatsächlich auch eine schicke Mühle leisten, die nach Mühle aussieht und müssen keine Wassermühle nehmen wie hier. Und das machen wir doch direkt mal. Wir haben jetzt wahrscheinlich bestimmt wieder das Problem, dass wir uns nicht entscheiden können. Die haben mir alle nicht so gefallen. Die ist gar nicht so verkehrt. Gibt es die in verschiedenen Farben? F. Achso, mit F wird die um 45 Grad gedreht. Schon gewundert. Ich weiß gar nicht, warum ich letztes Mal das Problem hatte, dass mir die alle nicht gefallen haben. Weil die sind ganz okay, würde ich mal so behaupten. City Windmill. Die finde ich noch am okaysten. Von den bisher gezeigten. Gibt es keine Variationen von. Die ist mir ein bisschen klein. Kann man auch um 45 Grad neigen. Oh, die ist schön. Gern so und dann kauft. Die nehme ich jetzt. Die? Ne, nehme die City Windmill. Wahrscheinlich von irgendwem psychologische Kriegsführung. Denn ich finde toll, dass sie dreimal Building Supplies braucht. Und deswegen baue ich die jetzt. Da wird sich schon jemand was bei gedacht haben. So, jetzt haben wir hier eine Mühle. Da Glassworks. Die brauchen alle nicht mehr wesentlich viel mehr Platz, als sie haben. Das heißt, ich haue jetzt ein paar Wohngebäude zwischen, damit alle, die hier arbeiten, und das ist eine ganze Menge, nicht so ewig weit latschen müssen. Die ersten Wohngebäude fangen hier an und hier hängen viele Arbeitsplätze dran. Allein für die Felder sind es 8, die beiden Mühlen mit 10, dann haben wir hier dreimal einen Honigarbeiter, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nee, wahrscheinlich sogar doppelt. Hier wohnen viele Menschen. Die wollen Häuser haben. Gehe ich mal von aus. Colorful Little House. Ich finde sogar, dass das hier zumindest zu den Feldern ganz gut passt. Wenn man nicht die auffälligste Dachfarbe nimmt, wie so ein knalliges Lila. Bleibt bei dem hier. Da kommt eins von hier hin und das mit dem dunklen Dach, das nehmen wir auch gleich, wenn es uns schon so anspringt. Das kommt hier drüben hin. Sind denn nicht mehr, lange nicht mehr in Reichweite vom Markt. Aber das ist mir jetzt erstmal zweitrangig, das Thema. Die werden sich schon das suchen, was sie brauchen. Die passen auf keinen Fall hier rein. Dafür vielleicht die umso besser. Ist die, die ich hier hinten auch schon gebaut habe? Ob wir eins wiederfinden. Oder ob das tatsächlich andere sind. Nee, es sind nochmal andere. Ich glaube, die wir hier gebaut hatten, waren aus dem, wie heißt es, Medieval Town. Warte, sind das wieder? Ja, haben wir es schon. Sind sie. Ja, deckungsgleich. Schön, dass wir da doch noch ein bisschen Abwechslung drin haben. Sie sehen sich schon sehr ähnlich, aber wenn ein paar kleine Nuancen drin sind, dann ist das doch nochmal ein kleiner Anreiz fürs Auge. Achso, welche nehmen wir uns? Die so ähnlich aussehen, von den Steinen auch die gleichen sind, passen natürlich wesentlich besser ins Setting. Ach ja, haha. Die brauchen verschiedene Sachen. Das ist spannend, da mache ich direkt mal Pause. Das ist mir bisher nicht aufgefallen.
Hier brauchen wir beispielsweise nur die normalen, nenne ich sie mal, Baumaterialien, also mit Lumber, Holz, Stone, Stein und Eisen. Und dazu kommt Glas. Hier ist es das gleiche, aber wenn wir in die Richtung Bricks kommen, dann brauchen wir statt, was sind das? Das sind Steine, das ist, dann brauchen wir statt Eisen die Bricks und statt Holz haben wir die Dachziegel. Hier genauso. Wird wahrscheinlich bei dem Rest ähnlich sein. Hier. Da haben wir wieder nochmal eine andere Kombination. Da haben wir nur das Eisen durch die Ziegelsteine ersetzt. Aber keine Dachziegel mehr. Hier sind wieder Dachziegel bei, dafür keine Bricks. Alter Schwede. Das hat ja richtig Tiefgang. Da hat sich ja jemand schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Da müssen wir mal gucken, was wir gerade überhaupt produzieren. Gerade an Glas. Das normale Glas wird hergestellt. Dachziegel möchte ich sagen noch nicht. Denke ich, dass wir da das Häuschen noch nicht gebaut haben, was die verarbeitet. Weil ich es, meine Vermutung, jetzt noch nicht gefunden hatte. Aber das ist gar nicht mal schlimm. Alles, was keine Dachziegel braucht, können wir also jetzt bauen. Die setze ich hier mal. Nee. Eben die. Und jetzt lasse ich mal weiterlaufen, dass hier auch ein bisschen was passiert. Wie viele Steine haben wir? Mehr als genug. Noch einige Leute, die am Bauen sind. Werde ich jetzt mal noch ein bisschen mehr einstellen. Denn ich möchte die Mauer ein bisschen weiterbauen. Erstmal in Richtung Wasser hatte ich mir ja vorgenommen. Hier ist alles fertig gebaut. Wiederfinden. Das war hier beim Schlösschen. Mauer. Mauer. Komme ich noch hier rüber ein bisschen? Denke ja. Ob ich hier einen Übergang machen kann. Als Eingang. Ja. Ist. Ein paar Stückchen aus. Dann eine Kurve. Dann kommt wieder ein Türmchen. Der Wall Tower. Eingang nach innen natürlich. Beziehungsweise Ausgang. Da hätte ich mit mir einen Aufgang zwischen machen können. Also ein Durchgang. Hier ist einer. Nee, das reicht erstmal. Hoffe ich. Ich glaube, ich mache hier noch einen kleinen Weg lang. Direkt am Wasser. Ja. Arrow heißt es. Hier ist schon wieder was Größeres. Das brauchen wir nicht direkt am Wasser. Wir können ja Brücken bauen. Von beiden Seiten gleich aus. Machen wir es. Rauskommen. Ach, man kann es sogar relativ weit an die Böschung ranbauen. Das ist angenehm. Frage, ob da dann auch ein Türmchen hinpasst. Nochmal Pause, setz den. Bauen wir eins nach. Der passt hier nämlich nicht mehr hin. Und da möchte ich auch nicht terraformen. Obwohl, wenn es genau unter dem ist, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, wenn ich hier ein bisschen terraforme. Sollte man später nicht mehr sehen. Müssten die beiden hier sein. Hoffe ich mal. Dann könnte das Türmchen da auch aufpassen. Tatsächlich. Das ist der richtige Platz. Hätte ich nicht gedacht. Das hat gut funktioniert. Dann darf jetzt fröhlich weitergebaut werden. Moats und Kanäle. Könnte man hier vor lang ziehen, bin ich nicht der größte Fan von. Lassen wir erstmal. Wenn später noch Platz ist und es auch noch gut aussieht dazu, lasse ich mich gern nochmal überreden, das dazu zu bauen. Aber nach jetzigem Stand sind die Leute immer noch hungrig. Einer alleine. Warst wahrscheinlich lange nicht zu Hause. Dann halte ich mal ran. Oh. Weizen ist voreingestellt, das ist super. Können wir mal einen hier rausnehmen. Wir brauchen einen Müller mehr.
eine neue Mühle gebaut haben. Und das hier eben, der nichts zu tun hatte. Herr Potter. Wir hatten mehr als genug. Und er hat nicht genug Gerste. Aber da sollte gleich Nachschub kommen. So. Ich habe vergessen, Ezra nachzuheuern. Aber da sieht man mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, als ich in der letzten Folge einmal geschaut habe, oder in der vorletzten, woran das lag, dass ich so wenig Nahrung habe. Da waren hier erstaunlich kleine Zahlen. Da war ich ein bisschen erschreckt von, weil der Gatherer, den baue ich fast immer als erstes, wenn ich ein neues Spiel starte. Und der kann relativ lange mit einer Fischerhütte zusammen eine wachsende Bevölkerung gut alleine ernähren. Welche Zahlen rauskommen vom Blaubeeren und Rosehips und Zwiebeln in den 500er Bereichen, wenn da vier Leute drin stecken. Und das war alles unter 100, möchte ich sagen. Oder nicht weit über 100. Jetzt hat da eine ganze Weile nur einer drin gearbeitet und der war scheinbar sehr effizient in dem, was er gemacht hat. Vielleicht bei ihm. Nee, wenn die anderen ihm das weggeerntet hätten, dann wären wir ja trotzdem auf die Zahlen gekommen. Nur einer allein wäre nicht mehr so effektiv gewesen. So, du weißt nicht, wo du dein Essen herkriegen sollst. Weil wahrscheinlich gerade nicht allzu viel da ist. Ist ein bisschen schade. Kann ich gerade nicht helfen. Na nur. Ist Alicia. Ja, genau. Schauen wir noch kurz, was er uns mitbringt. Nichts von Bedeutung. Mais finde ich spannend. Bin mich gespannt darauf, wie der aussieht. Irgendwas. Aprikosen. Die werde ich hier mal raushauen wieder. Wir brauchen jetzt die Nahrung. Hätte ich auch schon mal früher drauf kommen können. Bin ich nicht. Ist so. Die Küche war voll, ich weiß. Hinten ist auch keine Nahrung. Dafür viele arbeitende Leute in einem Häuschen. Heißt, einer ist verhungert, einer ist bei der Geburt gestorben. Werde ich jetzt mal darauf achten, wenn Leute sterben, woran das liegt. Kann einem sonst relativ egal sein. Ich denke, hier muss ein kleiner Markt zwischen. Die Reichweite geht bis hier ran. Sind auch noch Wohnhäuser. Geht in die Reichweite von denen. Irgendwo hier muss ein Marktgebäude hin, um die Leute zu versorgen. Ich bin ja am überlegen, ob ich jetzt gleich ein größeres nehme oder doch ein kleineres. Weil weniger werde ich nicht bauen. Also ich werde keine Häuser abreißen in Zukunft, sondern es wird in der Regel noch ein bisschen mehr dazukommen. Das heißt, es ist nicht unbedingt verkehrtes, groß zu denken, in großen Dimensionen. Central Market werde ich diesmal nicht nehmen. Der passt hier einfach nicht so gut vom Ambiente her rein. Lieber doch so eine überdachte Halle. Der hat auch eine angenehme Reichweite. Genau, das macht. Wir können hier auch noch mit gutem Gewissen neue Wohnhäuser folgen. Jetzt einen raus. Kann ich schöne Wege drumherum pflastern. Komm aus. Verhungert. Verhungert ist nicht schön. Der nächste ist verhungert. Habt doch jetzt aber Essen. Ihr müsst euch das nur holen. Eieiei. Ja. So viel dazu. Jetzt kann ich mich erstmal um die Mauer wieder kümmern. Schade. Was waren das denn für Leute? Laborer. Holt euch was zu futtern, Leute. Holt euch was zu. Nicht hier mehr Leute einstellen. Das Problem scheinbar sich auf die Randgebiete verlagert. Da, wo die Leute nicht so schnell an irgendeinen Händler rankommen, der was zu essen verkauft. Huch, da ruckelt's kurz. Dann lege ich meinen Fokus mal auf den Markt hier unten, damit die Häuser, die ich hier neu gebaut habe, anfangen können zu ackern.
Aprikosen wird er jetzt hoffentlich wieder rausschiffen. Hat er schon, sehr gut. Kommen auch langsam ein paar mehr und ich habe zunehmend das Gefühl, die Enten nicht kommen werden. Oder es handelt sich um die Flugviecher hier. Ja, einer verhungert. Das Gute daran, wenn Leute verhungern, ist, die können nichts mehr essen. Das heißt, die essen den anderen nichts weg. Aha. Ach Gott. Das ist gerade ein kleines bisschen belastend. Weil ich das Bedürfnis habe, das mehr oder weniger auszusitzen. Aber vielleicht ist das einfach nicht die beste Idee. Darauf zu warten, dass Probleme von alleine verschwinden. Ganz sicher in der Regel nicht die beste Idee. Probleme haben ja immer eine Ursache. In seltensten Fällen entfällt die von allein. Ich denke, wir müssen noch ein paar Felder hin. Und ich denke, mit dem Gedanken bin ich nicht allein. Hier haben wir noch nichts Brauchbares, was wir sonst anpflanzen könnten. Und die Peaches werden in Zukunft vermutlich zu Alkohol. Hä? Hat er da mitgebracht? Ja. War am falschen Reiter. Ich habe 1700 Blumen und mehr als genug Lamba. Das heißt, irgendwas können wir uns kaufen. Wollen wir Plantagen? Ne, Plantagen wollen wir erstmal nicht, denn die brauchen eine Weile, bis sie was abwerfen. Wir wollen irgendwas, was wir noch in diesem oder im nächsten, im kommenden Jahr ernten können und jetzt schnell anbauen. Das ist, glaube ich, Hirse. Aber von den Getreidesachen haben wir erstmal relativ genug. Das sind Bäume, Kale. Tomaten habe ich gerade ein bisschen ins Auge geworfen. Mandeln. Ich weiß nicht, ob man Mandeln großartig verarbeiten kann. Ist ja eine Art von Nuss. Da kann man bestimmt auch ein Öl draus pressen. Aber ich weiß es nicht. Kale. Oh. Ich hätte zwei Sachen kaufen. Wenn nicht. Ne, dann nehme ich erstmal die Tomaten, das was man kennt, das ist günstig für den Einkaufspreis hier. 400, dann brauchen wir noch 900. Dann machen wir uns ein paar schöne Tomatenfelder. Ich halte noch mal kurz an. Hier habe ich letzte Folge schon geguckt, ich erinnere mich dran. Es ist einfach modifiziert, dass man eine beliebige Größe machen kann. Bei den normalen Feldern ist, glaube ich, ab einer bestimmten Größe Schluss. Genau, bei 20x20 ist Schluss. Und man kann da bis zu 55x55 aufdrehen. Werde ich nicht machen. Vorerst. Das heißt, die normalen reichen uns hier. Ich mache es aber jetzt mal ein bisschen größer als 11x11. Minimal. Als Krisenbewältigungsplan mal ein großes Feld da reinzuhauen. Wir haben wenig Werkzeug. Das ist gar nicht gut. Warum haben wir denn wenig Werkzeug? Habe ich gerade Werkzeuge gehandelt? Nö. Dann ist einfach unsere Produktion nicht ausreichend. Achso, hier ist jemand zugekommen. Holt schon mal ein bisschen was ran, das ist gut. Ist unser Hungerproblem ist kurz gedeckelt. Jetzt muss ich nochmal Pause drücken. Um rauszufinden, warum wir denn kein Werkzeug mehr haben. Wo ist unser Schmied? Hier. Dem fehlt Lock, Iron und Coal. Der hat keine Kohle. Kohle, dafür bist du hier verantwortlich. Und natürlich, das ist das alte Ding,
Du machst Eisenerz. Du machst schon lange nichts mehr. Du machst Eisenerz. Ich hab das Ding. Oh Gott. Ich hab doch in der letzten Folge die Mine hier abgegradet. Und dann wird die zurückgebaut und wieder neu aufgebaut. Und das ist so, als wenn man ein neues Gebäude baut. Und dabei wird natürlich das Produkt, was vorausgewählt wird, das gefördert werden soll, zurückgesetzt. Und da ist standardmäßig Eisenerz eingestellt. Es ist natürlich richtig blöd gelaufen. Da kann man nur hoffen, dass... Oh. Eieiei, das ist heikel. Und hier haben wir nur einen, der Eisenerz fördert, der scheint aber komplett dafür auszureichen. Müssen wir erstmal da ordentlich Kohle aus der Erde ziehen. Damit der hier sein Stahlwerkzeug weiterbauen kann. Ja gut, hat keiner gesagt, dass das Spiel einfach ist. Im Gegenteil, ist ein relativ herausforderndes Spiel. Gerade für Anfänger. Da liest man ja einige Foreneinträge, wo viele Leute um Hilfe bitten, die sie nicht ganz wissen, was am besten als erstes bauen sollten und die Leute regelmäßig relativ schnell sterben. Ich werde in der Zeit hier weiterbauen. Kann ich mir gleich mal Gedanken. Wie fängt denn das an hier? Ja. Gedanken um eine passende Brücke machen. Hier ran. Mal definitiv. Mal um die Ecke gehen. Ich hoffe, ich habe die eine Mauer da jetzt richtig gesetzt. Gar nicht mal so gut drauf geachtet. Die gefällt mir nicht ganz. Gefällt mir ein bisschen, weil die so quasi Mauerstück fungiert. So, das ist. Lange zu. Knüpfen. Hier müssten wir anknüpfen. Kommt sogar einigermaßen hin. Ich weiß nicht, wie weit das auf der anderen Seite geht. Wo wir hier mit der Mauer ankommen. So sein. Anders geht's nicht. Dann möchte ich gerne wissen, wie die Leute darüber laufen können. Das mache ich jetzt erstmal. Wenigstens testhalber, wenn es funktioniert. Dann werde ich sogar überlegen, ob ich das stehen lasse. Da sind schon die ersten ohne Werkzeug. Das ist gar nicht gut. Ich brauche einen Schmied. Hier, Verarbeitung. Amboss. Ganz normales Schmiedehäuschen. Wird priorisiert. Zur Überbrückung hole ich hier das Werkzeug raus. Und es wirklich nicht leisten. Denn wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dass die Leute mit Werkzeugen arbeiten, dann ist die Effizienz, die dabei verloren geht, unglaublich hoch anzusehen. So, hier weiß ich nicht, wie viele Leute wir dafür brauchen, um das ganze Feld effizient zu bewirtschaften. Deswegen haue ich erstmal drei rein. Denn wir haben ja momentan nicht weniger Arbeiter frei. Ach genau, hier habe ich noch einen Zauberer hingesetzt. Erzeugt mich nicht. Lass ich erstmal jeweils zwei. Ach so, ja. Ich weiß auch, warum mich das nicht überzeugt. Hier ein Haufen Zeug ist, womit die nichts anfangen können. Ich muss erstmal weg, damit da was wachsen kann, womit sie was anfangen können. Radius. Radius. Dann nehmen wir da auch noch ein bisschen mehr weg. Das ist natürlich voll. Hier kommen nur Mineralien hin. Egal, da müssen sie gucken, wo sie das lassen. Stockpile. Steine laden sie hier ab. Eisen. Ich dachte, ich muss hier auch irgendwo einen Eisenhaufen hingesetzt haben, wo sie Eisen abladen können.
immer nur Eisenerz. Hm. Dann wird es wahrscheinlich Zeit dafür, das einfach mal zu machen. Obwohl, nö, reicht ja, wenn ich Eisenerz einlagere. Ich war gerade kurz in alte Zeiten zurückversetzt, indem man noch, ich glaube beim Vanilla Banished, also bei der ungemoddeten Version, ist es auch tatsächlich noch so, wenn die Leute Eisenvorkommen, die hier so offen auf der Karte rumliegen, abbauen, dass dann tatsächlich direkt Eisen rauskommt und nicht erst Eisenerz, was man weiterverarbeiten muss. Ist natürlich nicht ganz so realistisch, aber wesentlich einfacher, an sein Eisen für die Werkzeuge ranzukommen. Auch Leute ran. Ne, einer noch. Dann haben wir wieder einen Händler, der uns diesmal was mitbringt. Nichts, was wir uns leisten können. Ja, ich denke, mit Händlern haben wir erstmal jetzt ein paar Minütchen zumindest nichts mehr am Hut. Für die nächsten Händler, die kommen, werden wir alle weiterschicken, weil wir nicht genug Handelswaren produzieren, die wir da auch ausholen können. Stopp. Schmied. Stellst bitte unbedingt Stahlwerkzeug her. Muss ich mal gucken, was der noch alles herstellen kann. Carbon? Erkennt man jetzt natürlich auf dem Kopf die Werte nicht als Laie. Als Colonial Charter Laie. Denn so stark belesen habe ich mich da nicht unbedingt, welche Werkzeuge wie effektiv sind. Wenn die natürlich mehr Ressourcen brauchen, um ein Werkzeug herzustellen, kann man in der Regel davon ausgehen, dass die auch besser sind. Momentan wird von uns ein Holz, ein Iron und einmal Kohle verarbeitet. Dann gibt es noch hier diese Zwischenstufe, wo nur einmal mehr Iron genommen wird. Oder hier einmal mehr Kohle statt einmal mehr Iron. Und dafür kommen irgendein Wert zwischen 1 und 2 raus. Harden Tools, Harden Steel Tools. Verstehe ich nicht ganz. Aber wenn wir genug von allem fördern, Eisen haben wir mehr als genug, fast 700. Und Kohle sollte jetzt langsam auch rauskommen. Hier ist Furnace Fuel. Hier ist Kohle. Die Kohle irgendwo gelagert? Die müsste doch hier mal drauf kommen. Bei Mineralien, oder? Ja, durchaus. Oder ist die Fuel Refinery so schnell? Macht 110 pro Saison. Die hier fördern 180 Kohle. Theoretisch müsste irgendwo ein kleiner Überschuss an Kohle sein. Schaue ich mal kurz in die Übersicht. Kohle 16, nee. Oh, falsche Taste. Wir produzieren tatsächlich nicht viel mehr Kohle, als wir auch verbrauchen. Das ist schon verrückt, weil ich habe nur einen so eine Refinery hier. Da arbeitet ein Hansel drin. Der verbraucht das alles, was hier 9 Leute zutage fördern. Ne, 5. Wieso hatte ich denn das Gefühl, ich habe hier 9 reingesteckt? Weiß ich nicht mehr. Da brauchen wir hier nicht mehr so viele. Wir brauchen erstmal 2 Leute. Und wirklich viel, viel Stein. Eisenerz. Macht hier einer. Das ist bald leer. Kerzen müssten wir noch 70 haben. Schauen. Candles 260 haben wir auch mehr als genug. Weil wir da einen großen Überschuss irgendwann mal hervorgebracht haben, können wir auch anfangen, das zu verkaufen. Jetzt werde ich mal hier Wege bauen, die nicht so ewig hier hin und her brauchen, denn die wohnen ja auch nicht um der Ecke. In der Ecke gibt es ja keine Häuser. So, das müssen sie erstmal wegräumen hier. Einen vernünftigen Weg durchziehen kann. Ich glaube, ich führe die zusammen. Ja. Ich mache einen Weg, der gemeinsam nach hinten geht. Der wird irgendwo hier auslaufen. Mal anstreben. Das scheint gerade ein bisschen Ressourcen von meinem Rechner zu fressen. Ein bisschen ruckelig geworden. Mal kurz Pause reinhauen.
Ist das jetzt der Wuselfaktor? Oder will das Spiel mir sagen, dass ich bei meiner Aufnahmezeit angelangt bin? Kann ich nicht so ganz sagen. Achso, wenn ich aus dem Baumenü raus bin, verschwindet es wieder. Seht ihr das? Bin ich wieder im Baumenü mit dem Weg, weil ich Rechtsklick mache und damit abbreche? Laufen sie schneller nochmal. Klick. Und auch nicht, wenn ich raufklicke, sondern wenn ich mit dem Cursor irgendwo hingehe, wo denn diese Blaupause erscheint. Jetzt ist es auch wieder vorbei. Na gut. Jetzt ist es wieder da. Soll mich erstmal nicht stören, solange es immer nur kurzfristig ist. Sollte das gehäuft oder stärker auftreten, dann muss ich da auf jeden Fall mal der Sache auf den Grund gehen, woran das liegt. Jetzt haben wir es schon wieder hier. Sollen wir mal schauen. Die Leute besuchen fleißig den Friedhof. In der Schule ist auch noch Platz, das heißt, wir haben uns erstmal gefangen. Wir haben 20 plus 20, 100, knapp 170 Einwohner, also 165, 166. Ist okay. Ein paar sind uns leider verhungert in dieser Folge. Aber das hätten wir nicht zur Gänze verhindern können. Sicherlich hätten wir das ein bisschen abmildern können, indem ich drastischere Maßnahmen ergriffen hätte. Aber ich wollte nicht mein ganzes Konzept über den Haufen werfen, damit ich dann da ankomme, wo ich hin will. Okay, schauen wir mal. Hier haben sie noch nicht großartig weitergemacht, aber das passiert diese Folge noch. Quatsch, das passiert demnächst noch, denn ich will diese Folge jetzt beenden. Ich würde noch mal kurz über alles rüberfliegen, um zu gucken, ob ich nicht irgendwas vergessen habe, was mir beim nächsten Mal auf keinen Fall mehr einfallen würde. Rohe Materialien sind am Limit, ist es. Okay. Ich lasse den Fokus einfach auf dieser Stelle hier, dann weiß ich beim nächsten Mal gleich, warum ich mich kümmern möchte. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, haut die gerne in die Kommentare rein. Ansonsten freue ich mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder da seid. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen.